Liebe Film.tv-Fans, heute reden wir über einen Film, der ist magisch und das liegt unter anderem an den drei jungen Schauspielerinnen hier bei mir. Ich begrüße aus dem Film vier zauberhafte Schwestern. Laila Marie Noelle Padotzke, Lilis Giuliona und Leonore von Berghain. Ihr müsst mir jetzt mal ganz kurz helfen. Ich habe vier zauberhafte Schwestern angekündigt, aber ich sehe jetzt nur drei. Wo ist denn die vierte im Bunde? Ja, also die vierte ist Hedda Erlebach und sie kann heute nicht, weil sie einen ganz wichtigen Termin hat. Und der ist sehr, sehr wichtig. Da rettet ihr einfach zu dritt die Welt heute. Ja. Im Film habt ihr, spielt ihr bestimmte Rollen, die auch einen Typen widerspiegeln. Da ist zum Beispiel Flame so die energische Anführerin und Sky ist der freche Wildfang und Flora ist so sehr gutmütig und sehr liebevoll. Sind es auch Charaktereigenschaften, die euch im wahren Leben wiedergeben oder hättet ihr da eher eine andere Rolle? Als ich das gelesen habe, habe ich mich sofort mit Sky wiedergespiegelt, sage ich jetzt mal. Ich bin auch sehr, sehr laut und sehr, sehr gewirrig. Aber ich glaube, was ich halt, will ich jetzt mal, wo wir uns unterscheiden, ist, dass ich auch manchmal ein bisschen schüchtern bin und Sky halt das nie ist und sie halt auch immer ihre Meinung laut sagt und ich das halt dann auch oft zurückhalte. Und die anderen beiden? Ja, also bevor man zu dem Casting geht, kriegt man ja noch so eine Beschreibung der Rolle. Und dann waren eben die Beschreibungen da und ich konnte mich so sehr, sehr gut mit Flame identifizieren, weil ich wollte schon immer so ein toughes Mädchen spielen, weil, also selber bin ich glaube ich nicht so tough, aber ich mag das so, ich mag toughe Mädchen, die, ja, die sagen, sie sagen ihre Meinung und die machen das, was ihnen gefällt und die lassen sich nicht beeinflussen. Flame ist ja auch so, die trägt, was sie will. Also die ist jetzt nicht so auf Mode oder Fashion oder so. Sie, ja, zieht sich jetzt, legt darauf nicht so viel Wert. Und ich kann mich schon mit ihr identifizieren, weil sie ist ja auch eine große Schwester. Ich habe auch eine Schwester. Und ja, sie hat eine gewisse Verantwortung und das merkt man auch. Und genau. Und du passt ja auf die anderen beiden auf. Genau. Und du? Also bei mir ist es so, ich kann mich zu einer Hälfte mit ihr total identifizieren, mit der anderen Hälfte eher nicht so. Also es ist so, ich glaube, jeder Mensch hat von allen Rollen irgendeine Seite in sich und ich habe schon eine große Seite Flora an mir und sie ist halt, also ich bin auch eher ruhig, wenn ich in den Raum komme, da gucke ich mir erstmal alle an, bevor ich gleich so sage, hi, ich bin's. Und das macht dann halt Flora auch und ich habe auch eine große Verbindung zu Pflanzen und Tieren. Und ich glaube aber trotzdem, dass ich eher, wenn Leute nicht genau wissen, was sie machen sollen, dass ich dann halt eher zu ihnen gehe und dann halt auch mal die Steuer in die Hand nehme, so wie Flame das macht. Und daher könnte ich mich mit den beiden Rollen, glaube ich, am besten identifizieren. Und ihr habt im Film alle magische Fähigkeiten, die von den Elementen gespeist sind. Hättet ihr das im normalen Leben auch gern oder hättet ihr da andere Superkräfte, wenn ihr euch das aussuchen könntet und es gehen würde? Also ich hätte am liebsten eben so die Kraft Natur, weil ich finde es total faszinierend, ja, wie die Erde, also unser Planet, das macht, wie alles so eine Verbindung hat, wie alles so zusammengehört. Und diese vier Elemente spiegeln es ja auch wieder. Wenn einer nicht mitmacht, dann bricht es irgendwie alles auseinander und dann funktioniert es irgendwie nicht mehr. Und das finde ich total interessant. Und das spürt man jetzt gerade in dieser Zeit auch sehr, dass eben jetzt langsam alles anfängt, so ein bisschen nicht mehr, ein bisschen aus dem Ruder zu laufen. Und deshalb hätte ich gerne in Natur, um vielleicht so ein bisschen den Pflanzen und Tieren zu helfen. Das ist eine schöne Kraft dann. Ja. Und ihr? Also ich hätte alles gerne. Ich wäre mit jeder Superkraft zufrieden. Und ich glaube, dass diese vier Elemente auch mit jeder Superkraft irgendwie zu tun haben. Ich meine, ich würde gerne fliegen, das hat mit Luft zu tun. Und halt, ich würde gerne Leute auch zu Stein machen können, wenn sie mir gerade auf die Nerven gehen. Hat ein bisschen was mit Natur zu tun und alles. Aber ich glaube, dass ich diese Kraft auch gern hätte, weil man mit jeder Kraft auch irgendwas in der Welt tun kann. Man kann mit Wasser den Leuten aus Afrika Wasser geben. Mit der Sonne kann man gucken, dass es auf den Allen, dass die Antarktis jetzt nicht kaputt geht wegen der Sonne. Und ja, halt, dass man auch mal guckt, wo die Sonne gerade gebraucht wird. Und mit Natur die Bäume wieder aufwachsen lassen kann, die alle abgefällt wurden. Und mit Luft halt, das würde ich gerne machen. Das Geld von den Millionären, das die nicht brauchen, das sie einfach nur nehmen, um sich Sachen zu kaufen, die sie gar nicht wirklich brauchen. Das würde ich zu den
zu den Kindern in Afrika bringen und damit, dass die auch eine Chance haben, so zu leben, wie wir es im Moment tun. Ja, ich würde natürlich, alle Kräfte haben ihre besondere Stärke und ich würde echt gerne auch auf jeden Fall Erde haben, also die Kraft der Pflanzen, um, ja, wie gesagt, halt schon einfach die Umwelt irgendwie zu stabilisieren oder sie einfach zu retten. Und dann halt auch riesige Plantagen, da wo jetzt alles abgeholzt worden ist, den Regenwald, einfach alles irgendwie wieder neu zu erschaffen, irgendwie alle Pflanzen neu wachsen zu lassen und so. Und natürlich mit Luft, das war eine richtig tolle Idee. Und auch Wasser halt dann, dass in diesen ganz heißen Ländern, dass man da einfach so, und dann kommt da ganz viel Wasser hin und dann verdursten die nicht. Und so. Das sind jetzt alles sehr, sehr noble Sachen. Wäre jemand von euch auch verführt, das irgendwie mal zu was Schadhaften einzusetzen oder zum eigenen Nutzen? Ich würde es natürlich nicht zu was ganz, ganz Schädlichem nutzen. Ich würde vielleicht mal, wenn mir irgendwer auf die Nerven geht, schon mal sowas. Ja, wer weiß jetzt. Also ich glaube, was eine Sache, wozu ich es nutzen würde, ist, die Lösungen von dem Lehrer bei einer Mathearbeit zu nehmen und dann abzuschreiben. Oder mir eine Mathearbeit von jemandem anders zu nehmen. Weil das könnte dann, also ich wäre, glaube ich, ein bisschen verführt, aber ich würde mir dann auch oft sagen, nee, nutze es für was Realistisches, für was, was jetzt in die Welt im Moment braucht. Weil dazu würde ich jetzt mal sagen, hast du sie? Ja. Habt ihr die Bücher gelesen? Ich habe das erste und das zweite Buch gelesen. Und wie fandet ihr die? Es unterscheidet sich ja schon ein bisschen noch vom Film. Ja, also das ist lustig, weil ich fange an, das zu vermischen. Also ich habe teilweise so, weil dieses Windrosenzimmer im Film, das gibt's im Buch nicht. Und das habe ich irgendwie komplett vergessen und ich dachte immer so, das gibt's im Buch auch. Und ja, aber ich finde die Bücher und der Film, also sie haben sehr viel übernommen. Glenda, Oswald und unsere Rollen und so, aber die Gesamtstory bezieht sich schon auf was anderes, ja. Ihr steht ja jetzt noch am Anfang der Karriere. Jetzt habt ihr mit Katja Riemann und Anna Thalbach an der Seite gespielt. Mit wem würdet ihr noch gerne mal spielen? Also, ich würde, wenn ich jetzt, kann man sich auch welche aus anderen Ländern aussuchen? Na klar. Ich würde richtig gerne mal mit Emma Watson zusammendrehen. Was wäre das denn für Film? Harry Potter Teil 9. Ich auch. Stimme ich dir ganz zu. Aber vielleicht als Schwestern. Ja. Kinder von Emma und Ron. Ja. Also von Emma Watson, von Hermine und Ron. Aber ich glaube, auch mit Emma Watson. Ich glaube, würde aber auch gerne mal mit Meryl Streep drehen. Und mit Katharina Thalbach. Ja, Katharina Thalbach. Ja. Wenn ihr jetzt, also wir haben ja schon über die Bücher geredet, es gibt ja mehrere Teile. Wenn es jetzt eine Fortsetzung gibt, seid ihr denn wieder gerne dabei? Ja. Auf jeden ja. Fall. Da sind wir uns einig. Habt ihr Wünsche, wie sich eure Rolle entwickeln soll? Also, ich reite, also ich liebe es zu reiten, das ist einer meiner Hobbys. Und es gibt ein Einhorn im Film. Das sage ich eigentlich immer wieder, aber das fände ich so cool, weil es war schon immer mein Traum, mal in so einem Reitfilm mitzuspielen. Aber ja, also zu reiten zu dürfen im Film. Und das finde ich richtig cool, wenn ich da irgendwie das Einhorn reiten dürfte oder so. Keine Ahnung, ja. Also was ich machen würde, also was ich hoffe, dass vielleicht was mit Sky passiert, dass sie ein bisschen jetzt auch anfängt, ein bisschen erwachsener zu werden und zu gucken, dass sie jetzt nicht immer alles genau laut sagt, sondern dass sie jetzt auch anfängt, zu gucken, wann sie was sagt, um ein bisschen schüchterner zu werden. Und dass Jungs ins Spiel kommen. Das sage ich jetzt einfach mal so, aber das finde ich ziemlich cool. Es gibt ja jetzt schon einen, aber das soll mal was für die anderen gibt. Ja. Also ich würde richtig gerne, also Flora ist eigentlich das Gegenteil von Sky. Und ich würde halt eher, dass sie halt, sag ich jetzt mal, ein bisschen mehr aus sich rauskommt und so. Und halt nicht immer das macht, was andere sagen, was sie machen soll. Sondern einfach mal, also das macht sie auch manchmal im Film, aber generell, dass sie einfach so pur ihre eigene Meinung hat. Aber trotzdem noch dieses liebenswürdige Wesen ist. Und dann haben wir jetzt ja schon viele Inspirationen gesammelt, von Action über Charakterentwicklung. Mal gucken, was draus wird. Ich hoffe, es gibt einen weiteren Teil. Ich fand den ersten Teil schon sehr schön. Da habt ihr super Arbeit geleistet. Danke fürs Gespräch heute. Dankeschön. Ja, Dankeschön. Dankeschön. Schön.